Es gibt das Luna Update, Leute. Letzte Woche kam das Luna Update und wir holen uns heute die Luna Boxen. Ich möchte den Dancing Dragon haben. Oh, ich krieg den Gold Tiger. Und. Wow! Hey Leute, was geht? Donny hier mit Ellie, was geht? Okay, wir sind gerade in einer Zeitverzögerung. Ellie, hören Sie mich? Sind Sie dort? Erde an Donny, hallo. Ja, Ellie ist jetzt auch da. Nice, richtig nice. Und ihr seht, wir sind in der Schule. Ich bin mit meinem Goldhorn hier. Ja. Und mit Ellie. Ja, genau. Was geht ab, Ellie? Hallo. Hallo, ja, wie geht's dir, Ellie? Wie geht's dir denn gut, so? Gut, und selbst? Oh, ich bin gleich rausgelaufen. Ja, Leute, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Adopt-Me-Video. Wir spielen heute Adopt-Me und wir sind, wie ihr sehen könnt, sind wir in der Schule und wir haben gerade ein paar Aufgaben erledigt und zwar in der Schule, weil wir beide einfach Knete brauchen. Wir beide brauchen Bugs. Ja, wir brauchen Knete. Oh, ein Apfel, den nehme ich mir erstmal. Genau. Ah, Ellie ist da, okay. Den Apfel des Lehrers stehlen. So. Genau, und why not? Wir brauchen nicht nur... Ich packe mal meinen Goldhorn hier weg. So. Denn wir brauchen erstmal Knete. Ellie, warum? Ellie, schreib mir in die Tafel. We need money. Weil es gut ist und weil wir bestimmt vielleicht nochmal die ein oder anderen Pets kaufen wollen und vielleicht ein paar Eggs. Und außerdem könnte ich mir bald ein Neon-Pet machen. Bald. Ja, genau. Dafür brauchst du aber keine Knete, sondern wir brauchen jetzt erstmal Knete. Und zwar aus einem Grund. Okay, aus zwei Gründen. Einmal Eggs, aber das machen wir nicht heute. Sondern es gibt das Luna-Update, Leute. Letzte Woche kam das Luna-Update und Ellie ist die Beste. Ja, Ellie schreibt ein bisschen an die Tafel. Ich sag euch, was wir heute machen. Und zwar, wir holen uns heute die Luna-Boxen. Ja. Und ich habe schon gesehen, die kosten 350 Bucks. Wow. Und wie ihr sehen könnt, habe ich nur 456. Das heißt, Team Donnelly, yes. Yay. Und ich bin ziemlich pleite. Ellie, wie viel Bucks hast du noch? Ich habe auch nichts. Also, ich habe 997. 997, okay, Leute. Das heißt, heute seht ihr auf jeden Fall drei Boxen, die geöffnet werden können. Mhm. Ellie darf zwei öffnen, ich darf eine öffnen. Ja. Und ich würde erstmal sagen, wir teleportieren uns jetzt erstmal zu dem neuen Teleport to the Luna News New Year Stand. Okay, ja, dafür muss man einfach nur links. Ja. Let's do it. Teleportation. Und da sind wir. Und das Event endet in 11 Tagen. Das heißt, wir müssen jetzt ordentlich noch Bugs einsammeln, damit wir hier. Schau mal, Ellie, was man hier bekommt. Ah. Tiger Box and Dancing. Dancing Dragon? Was? Dancing Dragon? Ein Dancing Dragon für Dancing Ellie? Wow! Die Freude ist real. Ja, man sieht auf jeden Fall, hier ist ein Luna-Stand. Luna New Year Stand. Und direkt gegenüber vom Spielplatz. Da oben und sieht man Ellie, Dancing lass mal Dragon. Lass mal hoch auf die Tribüne. I want him. Genau, hier gibt's nämlich. Hallo. Yes, kann 20 ich Bucks wieder. Schon mal nehmen, hallo? Der Dancing Dragon ist schon voll cool. Der kostet aber 800 Robux. Oh. Maybe it's schon, worth schon, it. Ja, schon, genau. Und dann gibt's aber noch einen Luna Gold Tiger ganz links. Oh, der ist aber schön, oder Ellie? Schau mal. Ja, der ist auch ganz niedlich, links hier. Aber gegen Dancing kommt nichts an. Tut mir leid, ja, Gold Tiger und White Tiger. Und dann gibt's noch einen Luna Tiger und Luna White Tiger. Ja, da kommt nichts dagegen an. Und die kriegen wir auf jeden Fall in den Boxen hier. Und eine Box kostet 350 Bucks, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und Ellie, du hast ja wahrscheinlich 900. Nee, wahrscheinlich. Ich weiß, du hast vorhin gesagt, du hast 900. Das heißt, du kannst jetzt zwei Boxen kaufen. Genau, ich habe mittlerweile und 1000. Ich kann mir eine erstmal kaufen. 1017. Okay, gut, dann reicht das trotzdem nur leider für zwei Boxen. Aber bevor du dir kaufst, natürlich die Frage der Fragen. Welche von den drei Tigern über welchen der drei Tiger würdest du dich am meisten freuen? Ich möchte den Dancing Dragon haben. Ja, der ist schon richtig cool, aber ich glaube, der ist nicht in den Boxen dran. Oder? Tiger Box und Dancing Dragon Leaf? Es gibt eine Tiger Box? Warte. Nein. Ah, doch, Tiger das Box ist die doch. Und Dancing Dragon Leaf, when Luna Event ends. Ah. Okay, ich will ihn aber jetzt haben. Event ends in 11 days. Tiger Box und Dancing Dragon. Ah, Leaf. Ah, genau, das Leaf. Genau. Bleibt. Okay. Das heißt, genau. Hä?
nein, es lief. Es geht es weg. Es verlässt. Also nach elf Tagen gibt es nichts mehr zu kaufen. Nichts mehr kaufen, Nicht mehr kaufen, aber ich möchte kaufen, diese Dancing Dragon. Und hier gibt es auf jeden Fall in den Boxen, genau, den Gold Tiger, den gibt es nur 10%, also eine 10%ige Chance. Den White Tiger gibt es für 30%. Was heißt für 30%? Gibt es eine 30%ige Chance? Ja. Und der normale Tiger 60%. Ich möchte aber den Dancing Dragon. Okay. Den Dancing Dragon haben. Aber Leute, schaut euch mal hier auf jeden Fall hier links und rechts sind noch so kleine. Wie heißt das eigentlich, Ellie? Hier diese kleinen. Warte. Pavillons? Ja. Das sind Pavillons, ne? Pavillon. Genau, und da gibt es auf jeden Fall noch Equipment für, oder Kleidung für die Pets. Oh, schau mal, Schuhe. Es gibt hier Schuhe für die Pets. Ja, schau mal, cute. Ja, genau. Oh, die Mütze ist cool. Oh. Was kostet die denn? Boah, die ist richtig cool. 1200 Bucks. Oh, Mann. Oh. Ach, man kann also, die würde ich ganz gerne... Cool. Ja, ist schon süß, aber wie gesagt... Ist dir gefallen? Ich möchte mal Dancing Dragon haben. Ja, genau. Das ist schon richtig cool eigentlich, Dancing Dragon. Was gibt's hier vorne noch? Ein Fächer. Wow, schau mal, ein Moon Viewing Bench. 1800 Bucks. Und so eine... Auch voll cool. So ein Teapot. Das ist so ein Fächer, ne? Ja, das sind so Fächer. Für 400 Bucks? Ja. Okay, also wir haben noch 11 Tage Zeit, ordentlich Bucks zu verdienen, indem wir halt wirklich ganz viel hier spielen müssen. Und auch... damit wir natürlich Bugs bekommen. So, und ich würde jetzt erstmal sagen, Ellie, genug geredet, jetzt geht's ab. Wir kaufen uns eine Luna Tiger Box. Okay. I'm Alright. on my way. Ja, okay. Okay, so. Ich kaufe. So, ich habe gekauft. Oh. Ich würde sagen, du darfst zuerst öffnen. Okay, ich kaufe auch. Kauf direkt Guck mal, zwei. Ich hab voll die kleine Box. Oder ist das, weil so eine Babybox oder weil du ein Baby bist. Genau. Cute. So, okay. Okay, let's go! Soll ich zuerst öffnen? Ja, weil du hast zwei Boxen. Ich habe nur eine. Das heißt, du darfst zuerst öffnen, dann okay, darf ich und dann darfst du wieder. Luna Tiger. Ja, war klar, dass ich den... Luna Tiger hast du? Oh ja, cool. Ist das nicht der unseltenste? Ja, also den gibt es für 60%ige Chance. Okay, den hast du jetzt geöffnet? Also ja, der ist sehr auch cool. Der ist auch cool und süß, aber ich dachte, vielleicht habe ich ein bisschen... Ich finde eigentlich alle cool, weil ich habe auch noch gar keinen Tiger. Außer den Säbelzahntiger. So, und okay, dann bin ich jetzt, dann öffne dann ich jetzt auch meine gespannt. Luna Tiger Box. Du kriegst jetzt was anderes. Oh, hoffentlich krieg ich den Gold Tiger. Dann tausche ich den und mit dir. Wow! Ja, White Tiger. Ich hab den White Tiger. Schlecht. Ja, cool, den, da gibt's nur eine 30%ige Chance. Sollen wir tauschen? Nein. Wir können, so. Sicher? Ja, sicher. Schade. Sicher, Ellie. Hallo, den Luna White Tiger, der ist cool. Natürlich brauche ich ihn jetzt viermal, damit ich irgendwie einen Luna Neon White Tiger bekomme. Das wäre dann ist er ein Luna Neon Tiger. Das hätte was. Ja, genau. So, dann würde ich sagen, neue Pets. Ich freue mich ehrlich gesagt über die neuen Pets. Aber du hast ja noch eine Box, die darfst du jetzt öffnen. Wenn ich jetzt nochmal den gleichen habe, dann ist es aber auch doof. Dann, ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, mal gucken. Jetzt bin ich gespannt und es ist der gleiche. Aber das Gute ist, jetzt hast du ja schon zwei davon, das heißt noch zwei weitere, dann hast du auf jeden Fall Neon Luna Tiger oder Luna Neon Tiger. Ja, also ja, das Ellie, stimmt. Irgendwie, ich habe schon voll Bock, ich habe richtig Bock auf so einen Luna Gold Tiger, muss ich sagen. Ja, die sind cool, echt, hätte ich auch gerne. Ja, weißt du, was das heißt, Ellie? Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Ja, okay. Wir brauchen Moneten. Wir brauchen ein bisschen Moneten. Das brauchen wir definitiv. Ja. Oh Mann, wie kriegen wir am schnellsten Moneten? Indem wir, wie ihr wisst, einfach Pets züchten. Ja, vielleicht sollten wir das tun, damit wir dann vielleicht noch die Möglichkeit haben, an so einen Goldtiger ranzukommen. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, das ist irgendwie die so okay. Ja, genau, unsere Pets, die sind jetzt ein bisschen müde. Ja. Das bin ich jetzt auch nach diesem erfolgreichen Luna White Tiger Ziehungsbox Öffnungs Dingsbums. Und also ich sehe hier wirklich, es gibt noch werde ich auch schon müde 11 Tage. Mein Luna Tiger. 11 Tage, wenn ich jeden Tag 10.000 Bucks mache. Das heißt, ich schlafe nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, Donny, was hast du denn für eine Mission? Willst du, ja, Nachtschicht machen? Ja, das kannst du gerne machen, Donny, du. Ich nicht. Ja, auf jeden Fall, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr schon die Luna Tiger Boxen geöffnet habt. Und wenn ja, welche Tigers ihr rausbekommen habt. Habt ihr, so wie Ellie, den Luna Tiger oder so viel Glück gehabt habt wie ich, dass ihr den Luna White Tiger bekommen habt? Oder vielleicht habt ihr sogar noch mehr Glück gehabt als Ellie und ich zusammen, dass ihr einen Gold Tiger bekommen habt. Das wird uns mega interessieren und schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und natürlich, wie ihr den Dancing Dragon findet. Wir wissen, wir haben es, glaube ich, schon herausgefunden, Ellie ist ein riesen Fan von dem Dancing Tiger. Das war cool. Und, oh, schau mal, da hat ihn jemand schon. Was? Jetzt ist er wieder weg. Nein. Da hat ihn jemand schon. Doch. Aber ich will ihn doch haben, gib ihn her. Oh, das riecht, als ob Ellie den Luna, nee, den Dancing Tiger bald upscammt. Ja, vielleicht. Also ich würde es mir zutrauen. Ja, das würde ich dir auch zutrauen. Weil du willst unbedingt den Dancing Tiger haben. Ja. Wie soll ich die ganze Zeit Dancing Tiger, den Dancing Dragon? Bitte. Ja, aber ehrlich, warum sagst du die ganze Zeit Dancing Tiger? Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich schon mega gespannt, ob Ellie und ich den Dancing Dragon dann auch irgendwann schaffen zu holen. Schön. Das wäre mega das wär cool, so ja. Schön. Denn es gibt ja nur 11 Tage. Den gibt es nur 11 Tage. Ja, und reinhauen, Donny, ja, reinhauen. Reinhauen, auf jeden Fall, ja. Und wir müssen auf jeden Fall, Ellie, wir müssen uns auf jeden Fall Bugs besorgen, damit wir noch mehr diese Boxen öffnen können. Ja. Ich bin jetzt richtig süchtig nach diesen Boxen. Da würde ich sagen, ran an den Speck, ich muss jetzt hier arbeiten gehen. Ja. Genau. Alles klar, dann würde ich sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, Ellie, wann sehen wir uns? Beim nächsten Mal. Tschüss, People. So sieht's aus. Bis dann. Ciao. Bye.